Ich muss sagen, es ist eine Ehre, dass Sie da sind, weil ich war der originale Scherumherr und ich glaube, wir haben ein Upgrade bekommen. Sie haben den Schirm von mir genommen und ich habe diese Jacke bekommen. So. Vielen Dank, dass Sie da sind. Auf jeden Fall tanze ich besser, wie man gesehen hat. I'm a better dancer. Yeah, of course. No. Please forgive me that I will speak in German. Heute Morgen habe ich schon ein Screen Dance Market eröffnen dürfen auf Englisch. Mehr oder weniger poetisch habe ich versucht, eine Liebeserklärung, some love letters from myself to Wuppertal. Aber mir wurde von der Regie gesagt, ich dürfe heute Abend Deutsch sprechen, deshalb tue ich das. And for all of you who can't speak German or do not understand literally, just listen to your heart and you will understand immediately. Zur mir uns. Ja. Sie werden das im Laufe der nächsten Minuten noch verstehen. Sumo, also Finnland, regiert hier heute. Ich habe, wie ich eben erwähnte, heute Morgen versucht, eine Liebeserklärung an Wuppertal abzugeben. Da ich es mir nicht so einfach machen will, das einfach zu wiederholen, versuche ich es jetzt mit einer bedingten Liebeserklärung an Wuppertal, einer Liebeserklärung an den Tanz und an den Tanzfilm und auch etwas muss ich über die Sünde sprechen. Ich beginne mit der Sünde. Die erste Sünde, die ich erwähnen will, ist Unbescheidenheit und Selbstlob. Und deshalb kann ich sagen, dass es viel Arbeit kostete, dass Berlin auf Tanzrauschen guckt. Und ich war selbst beteiligt, deshalb lobe ich mich auch selbst an in dem Fall. Und es ist gelungen, mit viel Kraft und auch der Aufmerksamkeit, die dieses Festival verdient, es zu schaffen, dass es auch finanzielle Würdigung erhält, auch umgesetzt. Selbstverständlich durch die Beauftragte für Kultur und Medien, aber es wäre nicht möglich gewesen ohne das deutsche Parlament und das bin ich nicht alleine. Auch andere haben beigetragen, das muss man erwähnen, ganz stark die Stadt, das Wuppertal Marketing, das Kulturbüro, die Jagdstättstiftung, die Stadtsparkasse und auch das Wirtschaftsministerium Nordrhein-Westfalen. All denen gehört Dank. Dank gebührt aber auch den vielen, vielen, die das tagtäglich über Monate, ja letzte Jahre auf den Weg gebracht haben und immer noch tun. Ich werde mich aber jetzt auf drei Frauen beschränken. Das mache ich als politischen Akt im Sinne der Gleichberechtigung und Parität. Und ich erwähne Kerstin von Tanzrauschen, Katharina von AMZ, EMZ und Gesa, die mich heute Abend so wunderbar hier betreut hat. Ich liebe euch drei gleichermaßen. Das war die erste Sünde, also sozusagen die Unbescheidenheit. Die zweite Sünde ist der Neid. Das war eine Todsünde. Und ich muss gestehen, ich pflege auch meine eigenen Todsünden. Ich bin neidisch auf Paul White's Sakko. Und auch wenn ich besser tanze als er, bin ich, und das war bei jedem Besuch, als ich ihn auch bei Pina Bausch-Aufführung bestaunen durfte, ich bin neidisch auf seinen athletischen Körper und auf seine Motorik. Das muss ich auch hier sagen. Es ist nicht gerecht, dass Gott dir diesen Körper gegeben hat und nicht mich. Die dritte Sünde, jetzt wird es ernst und sehr politisch, eine Sünde unserer Zeit, das ist die Nation und die Überbetonung des Nationalen. Zum Glück erleben wir hier heute das Gegenteil. Aber, und das ist das Stichwort, ich erwähne es bereits, Nation, das heißt Finnland heute gerade. Tero, Jukka, Helke. Denn, Bekenntnis, ich bin Sohn eines finnischen Vaters, sogar eines Finn-Schweden mit
finnischen Herkunftsanteilen, also sehr kompliziert, pure Migration. Und als solcher habe ich leider erleben müssen, wie dieser, mein Vater, ich habe auch die finnische Staatsangehörigkeit im Übrigen, es nicht schaffte, in meiner Kindheit auch nur ein Wort Finnisch und Schwedisch mit mir zu sprechen, weil er sich hyperassimilieren wollte. So hätte ich dreisprachig aufwachsen können. Ich wäre ein Kosmopolit geworden. Aber da das nicht geschah, wurde ich, wie meine türkischen Freunde zu mir immer sagen, wurde ich eine Kartoffel. Und es musste erst Tanzrauschen nach Wuppertal kommen, damit die Kartoffel wieder zum Kosmopoliten werden kann. Vielen Dank dafür. Meine Liebeserklärung muss auch eine Liebeserklärung an den Tanz sein. Ich erinnere dabei nur ganz, ganz kurz. Ich neige manchmal zu Länge, muss ich gestehen. Das ist auch in dieser Stadt bekannt, aber es ist auch eine weitere Todsünde. Ich kann nicht dieses Bild vergessen aus Café Möhr, Pina Bausch, dieses Paares, das sich in die Arme fällt, wild umarmt und eine dritte Person kommt hinzu und montiert die beiden zusammen. So als ob das dann das richtige Umarmen wäre, und dann fallen sie wieder auseinander, es wiederholt sich immer schneller und schneller, immer wieder kommt die dritte Person, irgendwann verschwindet die dritte Person und die beiden bringen sich selbst dann in diese Stellung. Und es gibt ganz viele Formen der Interpretation, einige machen es brechtianisch, andere als Zurichtung durch die Gesellschaft. Darüber will ich gar nicht entscheiden, aber das ist ja gerade das, der Zauber des Tanzes, dass dies so vielfältig gedeutet werden kann. Und magischerweise, bei meinen einzigen 3 Tagen Urlaub dieses Jahr machte ich eine Rheinfahrt und sah in einem Café ein wirklich altes Ehepaar in Linz am Rhein. Und die beiden unterhielten sich über ihr Leben und tauschten sich aus. Und wenn man sie sah, wie sie sich ganz zärtlich berührten, miteinander sprachen, sich gegenseitig wechselseitig auf die Toilette begleiteten, weil sie beide nicht mehr so gut singen, gehen konnten, dann merkte man, das war letztlich auch eine Form von Tanz und etwas ganz Wunderbares. Und wenn Sie alle nachher irgendwann spät in der Nacht aus diesem Raum gehen werden, dann werden Sie da ein bisschen vom Café Möhr, ein bisschen von dem Ehepaar aus Linz an Rhein erleben, denn die Wuppertaler und Wuppertalerinnen, die rennen nicht, die laufen nicht, die tanzen in jeder Minute. So if you late at night going to leave the cinema, you will see that the citizens of Wuppertal, they do not run, they do not walk, they're just dancing every minute of their life, and that's why I love Wuppertal. Und nun stellen Sie sich vor, dass diese wunderbare Kraft aus Café Möhr, aus dem Café Linz am Rhein, aus der gesamten Bevölkerung Wuppertals, sich verbindet mit dem Zauber des Films. Und das ist eigentlich ganz einfach. Film ist bewegte Bilder von bewegten Menschen im buchstäblichen und übertragenen Sinne. Und weil das so ist, war schon ein Jahr nach dem ersten Film in der Filmgeschichte der erste Tanzfilm auf dieser Welt noch handkoloriert. Das heißt, in der Geburtsstunde des Films war schon der Tanzfilm, das hat Gründe, eben bewegte Bilder von bewegten Menschen. Und man braucht nur die Sprache zu untersuchen. Ich bin bewegt, ich bin berührt, I'm moved, I'm touched. Das heißt, es hat etwas zutiefst Menschliches. Und das ist auf eine einzigartige Weise verbunden, wenn Tanz zum Film findet. Und gerade das ist in der heutigen Zeit, und ich wollte auch ein bisschen politisch sein, eine besondere Botschaft. Diese Zeit predigte auf die Reinheit und das scheinbar Klare und Getrennte, das wirklich spannend ist, aber die Verbindung, die Kreuzung, die Konstellation, die Fusion und das Hybride. Und das genau erleben wir ja in Tanzfilmen, dass da verschiedene Medien, Ausdrucksformen, auch verbunden mit Ton, zusammenkommen und etwas ganz Einzigartiges erbringen, das nicht reduziert werden kann auf Tanz und nicht reduziert werden kann auf Film. Ergo, nichts ist rein, aber alles ist Tanzrauschen. Vielen Dank.
um heute Abend diesen nächsten Preis zu vergeben, dann bitte ich unsere Patron, unsere Schirmherr, Helge Lind, auf die Bühne. Hello World, hello Wuppertal, hello Gesa. Ich habe die besondere Ehre, erstmalig den Social Movers Award verleihen zu dürfen. Mein Dank gilt da insbesondere Kerstin Hamburg, Marc Wagenbach, Katharina Jeschke, Alec Erikstad für die Etablierung dieses neuen Preises. Der gesellschaftskritische Tanzfilmproduktion würdigt, in dem diejenigen vom Rande sich ins Zentrum unserer Aufmerksamkeit tanzen. Und das ist, glaube ich, umso wichtiger in einer Zeit, in der allzu viele, allzu weiße, ältere Männer mit allzu viel Dummheit, allzu unbewegt die Menschheit lähmen. Dance Screen 2019 Social Movers Award, dotiert mit 1.500 Euro, geht an einen Film, der Leben rettet. Dance or Die, eingereicht von NTR. Die Jury sagt, die Dramaturgie dieses komplexen Films erzählt uns eine einzigartige und vielschichtige Geschichte über die Tapferkeit eines Mannes, seine andauernden persönlichen Opfer und über den Tanz als Ort des Widerstandes gegen den Krieg. Look under the buildings. There were a lot of people here. Not all of them is homeless. All of them is crying. And now they are spread out all over the world. You hear the guns? They are shooting. I don't care. They are shooting us, but they will never kill us. I've seen the film, I know this dancer, so it's wonderful. And so since I can't be here, I have a message about the blues. But before I read it, I thought, this is an award ceremony, I'd like to thank my parents. Preparing me for the beautiful task of accepting an award of someone who really deserves it. This is from Ruzwa Kaboli, who has written the script for this film. And I'm going to read her message.
I'm Hank Villebone, formerly NTR. She says, I'm extremely honored and I apologize for not being there in Wuppertal. I am at the moment in New York for the Emmy Awards. Wrong choice. Where my film is being nominated. Right. I would like to thank Ahmad Judeh, the Syrian dancer, and his family, who trusted me with their lives in Syria. I followed Ahmad for two years in Syria and in the Netherlands. I would like to thank Witfilm and my producer, Nasir Islamatsman. Also, a special thanks to Mr. Oscar van der Kroon, co-producer for the film from the NPS in the program The Hour of the Wolf. My special thank to you to support this independent art, low-budget documentary, says Rosma Kaboy. Thanks for her. Thank you.